In diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr die Zündschnuren an den Zink-Bodenblitze machen könnt und wie ihr die an die Kreiselblitze machen könnt. Eigentlich sind die Kreiselblitze ja eigentlich zum Verladen gedacht, aber ich zeige euch trotzdem, wie ihr die auf dem Boden zünden könnt mit der Zündschnur eben. Was ihr alles dazu natürlich braucht, sind die Bodenblitze, die Kreiselblitze, dann Zündschnur. Die Dicke ist wurscht, also 2 mm oder 3 mm. In dem Fall habe ich die 2 mm Zündschnur genommen. Dann einmal eine Zange, um abzuschneiden. Tesafilm habe ich das breite Klebeband genommen. Ihr könnt natürlich auch ein dünneres nehmen. Und einfach einen Kugelschreiber, um das Loch dann reinzumachen von den Bodenblitze. So, nehmt ihr eure Bodenblitze, so schauen die aus. Und wenn ihr euch den Aufkleber anschaut, seht ihr da schon Anzündung anbringen. Der Pfeil zeigt daher. Und wenn ihr da mit dem Finger hinlangt, merkt ihr auch hier ein kleines Löchle, dann nehmt ihr euren Kugelschreiber einfach, fast wo das Loch ist, dann macht ihr ein kleines Löchle rein, einfach, dass ein kleines Löchle drin ist. Ihr müsst dann jetzt aufpassen, dass ihr es nicht auf den Kopf stellt, weil natürlich das Pulver sonst rausbröselt. Als nächstes nehmt ihr eure Zündschnur. Die Zündschnur mache ich immer so lang, ihr könnt sie natürlich länger machen. Die mache ich immer so lang, wie der Bodenblitz ist. Dann schneide ich den einfach ab. Dann habe ich das Stück Zündschnur. Als nächstes nehme ich meinen Tesafilm. Schneide ein Stück ab. So, dann habe ich alles vorbereitet. Da ist mein Tesafilm, mein Bodenblitz und meine Zündschnur. Dann nehmt ihr den Bodenblitz, die Zündschnur mit der Öffnung hier rein, wo ihr das Loch gemacht habt, vorsichtig rein. Bis Anschlag hinten, bis ihr an die Wand hinten dran kommt. Dann haltet ihr den fest und biegt den nach oben hin um. Dann haltet ihr oben hier haltet ihr ihn fest, drückt es noch ein wenig so, presst dran. Dann nehmt ihr euer Tesafilmstreifen, klebt ihn drauf. Und dann müsst ihr halt schauen, dass ihr den hier noch schön drüber streicht, wo die Öffnung ist mit dem Tesafilm, dass das Pulver natürlich nicht rausbröselt. Also schön mit dem Klebeband drauf, schön draufstreichen. Das restliche noch drum. Könnt ihr das alles schön verstreichen. Dann schaut euer Bodenblitz so eigentlich schon fertig aus. Die Zündschnur nach oben hin. Das ist einmal der Bodenblitz. Als nächstes, beziehungsweise jetzt kommen wir zu den Kreiselblitz. So schauen die aus. Plastikstopfen. Hier habt ihr nirgends so einen Aufkleber da. Auch wenn ihr hier irgendwo anfasst, habt ihr hier keine Öffnung. Warum? Weil die ja eigentlich zum Verladen gedacht sind. Das sind keine Bodenböller, sondern das sind Verladeartikel. Und die Anzündfläche ist hier innen drin. Die sehen natürlich aus, ich weiß nicht, ob die alle kennen,
sind natürlich, wenn man die noch nicht kennt, denkt man, dass das Schrotpatronen sind von der Schrotflinte. Weil ihr habt ja hier die Alukappe hier oben und die Anzündfläche ist hier hinten drin. Hier innen drin. Und da seht ihr schon das gepresste Schwarzpulver. Dann nehmt ihr als erstes natürlich wieder eure Zündschnur. Also ich mache auch immer wieder die gleiche Länge wie der Kreiselblitz ist. Dann schneide ich den einfach ab. Als nächstes nehmt ihr euren Tesafilm, reißt wieder ein Stückle ab. Dann habt ihr das Tesafilm. Dann nehmt ihr den Kreiselblitz, die Zündschnur, die knickt ihr ein kleines bisschen. Ein bisschen geknickt. Und das legt ihr jetzt hier rein, in die Fläche rein, damit das Ende die Schwarzpulverumrandung trifft. Haltet ihr ein wenig fest. Nehmt euer Klebeband, klebt es erstmal ein wenig provisorisch drauf. Dann richtet ihr euer Zündschnur noch mal ein wenig. Und verstreicht das gleiche wieder mit dem Klebeband ein bisschen. Ihr könnt jetzt natürlich die noch umbiegen, dass die Zündschnur nach unten ist. Aber ich lasse es meistens so, weil umso mehr Biegungen die Zündschnur hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zündschnur aufhört zu brennen. Deswegen mache ich es meistens immer nur so. Verklebt ihr das einfach jetzt noch. Schön verstreichen nochmal wegen. Die Zündschnur wegen nein mit dem Klebeband streichen. Ringsrum verstreichen. Damit eure Zündschnur auch nicht rausfällt. So soll das Ganze ausschauen. Das Ende den Schwarzpulverring innen drin trifft. Wenn ihr euch nochmal sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich nochmal einen Klebestreifen drüber machen. Aber in dem Fall ist es so optimal gelöst worden. Und somit ist euer Zinkkreiselblitz schon fertig. Jetzt noch zum Schluss. Euer Zinkkreiselblitz ist ja fertig und hier ist nochmal der Bodenblitz. So schaut das Ergebnis aus. Haben wir hier der Zinkbodenblitz fertig verleitet und hier der Zinkkreiselblitz.